Ilke Viluda, Franka Dietsch, Nadine Müller und vielleicht taucht in dieser Liste auch mal Amelie Döbler auf. Die Experten wissen jetzt schon, es geht um Diskuswerfen. Und die 1,93 große Modellathletin der LG Stadtwerke München hat dafür fast perfekte Voraussetzungen. Also für mich ist es halt so fast wie gemacht mit den großen Hebeln. Ich bin groß, habe lange Arme, deswegen passt es perfekt. Aber trotz dieser guten Voraussetzungen muss natürlich auch ein knallhartes Training her, denn von nichts kommt nichts. Ich trainiere 7 Mal in der Woche, immer so 2, 2,5 Stunden. Ich mache 3 Mal Kraft die Woche und den Rest halt Technikeinheiten. Normalerweise zusammen mit ihrem Bruder, einem Kugelstoßer, und dem gemeinsamen Trainer Gerhard Neubauer, der auch schon ihren Vater betreute. Die beiden waren am Tag unseres Besuchs aber unterwegs. Ja, also mein Trainer ist heute bei der deutschen Meisterschaft Männerfrauen von meinem Bruder. Der startet da und ja, also Können ist immer relativ. Es gibt halt immer noch was zu verbessern, so hinten oder vorne, weil es ja schon recht lang und schwierig und ja, also können tue ich es noch nicht perfekt. Die Rede ist da von der Technik des Diskuswurfs. Obwohl es auf den ersten Blick recht einfach aussieht, stecken da jede Menge Fehlerquellen drin. Amelies größte Schwäche derzeit noch ist ihr linkes Bein. Das setzt sie zu spät, arbeitet aber vehement daran. Ja, also man muss halt auf ein paar Sachen achten. Ich versuche zum Beispiel in der Mitte, dass ich länger nach hinten schaue und somit mein linkes Bein früher setzen kann. Aber sonst mache ich eigentlich immer dasselbe. Grundsätzlich klappt es auch schon sehr gut für die 18-Jährige. Die nationalen und internationalen Erfolge können sich bereits sehen lassen. Also ich wurde Vize-Europameisterin letztes Jahr in der U18 in Tiflis. Und ich bin 3-mal deutsche Meisterin geworden, letztes Jahr 1-mal und 2014 2-mal. Insgesamt gilt sie als eine der größten deutschen Hoffnungsträgerinnen in dieser Disziplin. Und dass sie auch große Ziele hat, beweist unter anderem die Wahl ihres Vorbilds. Ja, also Robert Harting ist schon so eine Art Vorbild, weil auch mit seinen Verletzungen und so, er ist trotzdem noch zur Olympia gefahren. Und auch als Mensch ist Robert Harting schon ein großes Vorbild für mich. Apropos Olympia, bei jedem Leichtathleten schwebt das natürlich im Hinterkopf. Amelie ist da keine Ausnahme, wobei Tokio wohl noch keine Option ist. Also Olympia ist schon noch bis in früh 2020, vielleicht 2024, dann mal schauen. Und dieses Jahr fahre ich jetzt erstmal zur Europameisterschaft nach Grosseto und dann schaue ich mal, wie es da läuft. Ihre Bestleistung lag zum Zeitpunkt unseres Besuchs bei 51,20 Meter, erzielt im Juni 2016. Stück für Stück möchte und muss sie diese weiter nach oben schrauben, um national einen Fuß in die Tür zu bekommen. Helfen sollen ihr dabei neben den bereits thematisierten persönlichen Voraussetzungen auch die Trainingsbedingungen im Olympiapark. Ja, es ist perfekt, auch mit den Trainern. Es läuft alles gut, der Kraftraum ist auch drinnen. Also man kann auch in der Halle werfen, wenn es jetzt kühler ist, es ist echt perfekt. Es ist also alles dafür angerichtet, damit Amelie Döbler in näherer Zukunft der ganz große Wurf gelingt. Und dann wird sie vielleicht tatsächlich mal in einem Atemzug mit den eingangs erwähnten Großnamen des deutschen Damendiskuswurfs genannt.